Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Mass Effect. Genau, heute holen wir uns die ganzen Quests ab für Dafug. Erstmal so ein krasser Meine Hänger. Kopfschmerzen werden weniger. Ich muss nur aufhören, an die Vergangenheit zu denken. Irgendwie ruckelt das hier gerade ein bisschen. Es spinnt, okay. Clarissa Blake und Hollis Blake, okay. Hallo, Commander. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Bitte, ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, Sie bedeuten viel für uns. Jetzt geht es mir schon besser. Ja, was ist denn das Problem? Kann man Ihnen irgendwie helfen? Mir geht's gut. Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff. Es geht gleich sicher wieder. Sie zeigt keine Anzeichen einer Verletzung, aber sie scheint unter Schmerzen zu leiden. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Okay. Entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalanta geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Was weißt du über die Kolonie? Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Am besten sprechen Sie mit Faldan, wenn Sie etwas wissen möchten. Warum? Warum können Sie mir nichts sagen? Ich möchte doch nur etwas über die Kolonie wissen. Faldan ist unser Sprecher. Wer könnte Ihnen besser Auskunft geben als er? Was ist Ihre Aufgabe hier in der Kolonie? Ich bin medizinischer Assistent, seitdem die Ärztin tot ist zumindest. Ich gebe mein Bestes seit ihrem Tod. Ach du meine Güte. Und was weißt du über Ferros? Feros? Können Sie mir etwas über diesen Planeten erzählen? Eigentlich auch nur das, was ich vom Kolonialbüro erfahren habe, aber es ist alles etwas anders hier, als Sie gesagt haben. Es ist nicht alles schlecht hier. Wenn diese Geth erst einmal weg sind, können wir etwas viel Größeres aufbauen. Wie ist denn der Zustand deiner Frau? Was ist mit Ihrer Frau? Diese ständigen Angriffe haben alle sehr mitgenommen. Aber sie wird sich abfinden, wie wir alle. Kann ich ihr irgendwie helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Sie braucht nur Ruhe und Zeit. Zeit, alles zu kompensieren. Wir werden es schon schaffen. Erzähl mir was über die geht. Geth. Wissen Sie, wonach die Geth hier gesucht haben? Ich kann mir keinen Grund für diese Angriffe denken. Wir wollten hier nur unser Zuhause aufbauen. Ich muss gehen. Ciao. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um die Angriffe aufzuhalten. Ich hoffe, ihr habt die Sachen gerade nicht vorhin nicht alle doppelt gehört. Das wäre nämlich mega beschissen. Ich habe vergessen, mein Mikro, nicht mein Mikrofon, sondern meine Lautsprecher leise zu stellen. Was ein Scheiß. Oh fuck. Also, falls ihr irgendwas doppelt gehört habt, es liegt nicht an euch. Es liegt an meiner Dummheit. Mal wieder. Okay. Was habt ihr hier noch so zu berichten? Hier habt ihr nichts. Okay, David Reynolds, was sagst du uns? Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Geth uns nicht töten, werden wir verhungern. Erzähl mir was darüber. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Waren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Soll ich irgendwie Nachschub einfliegen lassen? Ich habe ein Raumschiff, ich könnte Nachschub von anderen Planeten einfliegen. Sie sollten sich besser auf die Geth konzentrieren. Wenn sie uns überrennen, brauchen wir keine Nahrung mehr. Ja, gut, okay. Was weißt du über die Kolonie? Erzählen Sie mir von Zeus Hope. Es gibt hier Wachstum, oder gab es. Aber Sie sollten mit Faidan sprechen. Er ist unser Sprecher. Ja, sagst du es mir aber. Warum soll ich mit Faidan sprechen? Können Sie mir nichts sagen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Sprechen Sie mit Faidan. Komisch. Persönliche Frage. Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Geth. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Und die Warenjagd? Erzählen Sie mir von den Waren.
Solange die Geth angreifen, kann man sie nicht jagen. Sie stürzen sich auf alles, was sich bewegt, sogar auf die verdammten Maschinen. Der große Alpha-Warren ist das eigentliche Problem. Er ist eine wilde Bestie, total außer Kontrolle. Okay. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. Bis dann, du komischer Mensch. Ey, du, Ledra. Commander, man forderte mich auf, Ihnen meine Waren anzubieten. Erzähl mir erstmal was über die Kolonie. Was können Sie mir über Zeus Hope erzählen? Ein faszinierender Ort. Einfach einmalig. Aber die Geth haben den Frieden gestört. Vielleicht könnte es Ihnen hier auch so gut gefallen, Commander. Ich wollte nie lange an einem Ort bleiben. Aber das hier ist etwas anderes. Und warum? Dieser Ort erscheint mir wie ein Trümmerhaufen. Warum wollen Sie hier bleiben? Ich kann Ihnen keine gute Erklärung dafür geben, Commander. Zumindest keine, die Sie verstehen würden. Warum fragen Sie nicht Faidan? Er wird Ihnen alles besser erklären können. Was hast du denn so für Waren? Wie können Sie unter solchen Umständen Waren lagern? Seit den Angriffen habe ich natürlich weniger Kunden. Fast niemand traut sich dieser Tage, einkaufen zu gehen. Das ist hier einfach um die Ecke. Das ist so lächerlich manchmal, echt. Okay, erzähl mir was. Ja, eine persönliche Frage. Was macht ein Salarianer in einer menschlichen Kolonie? Salarianer folgen dem Ruf der Credits. Ich zumindest tat das. Ein Transporter mit interessanter Ladung kann eine gelungene Investition darstellen. Als ich einmal hier war, wollte ich nicht mehr weg. Das Kolonieleben lässt einen nicht mehr los. Und der Name? Wie ist Ihr Name, Salarianer? Mein vollständiger Name ist Godot II. Heranon Maldinest Gott Inoste Ledra. Die Menschen verwenden meistens nur Vor- und Nachname. Also Inoste und Ledra. Warum ist denn der Name so lang? Warum haben Sie einen so langen Namen? Unsere Namen stehen für unsere Herkunft. Godot II ist meine Heimatwelt und Heranon das Land meines Clans. Maldinest und Gott sind die Stadt und der Bezirk, wo ich lebe. What the... Ja gut. Kultur. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Natürlich. Ich kann Ihnen sicher ein paar sehr interessante Sachen zeigen. Bestimmt. So, erstmal hier Lizenz Halliard Armory. Kaufen. So, und weiter vergleichen. Das ist nicht besser. Das ist... Oh, nicht besser. Das ist... das... Obwohl, ja... Weil ich schaue jetzt gerade bei Garrus nicht bei mir, weder bei mir noch bei Lyra, Garrus. Also ganz ehrlich. Schüsse bis Hitzelimit, ne? Beim besten Willen. Mir sowas von Wumpe. Weil ob nun 1,4 oder 1,6. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Du kannst einen Schuss abfeuern und wenn du den zweiten abfeuerst, ja, dann ist die Waffe überhitzt. Fertig. Präzision ist, wäre aber noch was. Auch wenn das deutlich mehr Schaden macht, von dem Preis mal, obwohl der Preis, scheiße auf den Preis, aber ich meine, wir haben über 950.000 Credits. Wir haben fast die Million geknackt, also was soll's. Aber, halt, die Präzision 52 und die habe ich halt 60, ne? Das ist schon ein Unterschied. Ja, aber es sind auch fast, das sind über 30 Schadenspunkte mehr. Muss man halt auch einfach so sehen. Ich glaube, ach komm, was soll's, wir haben das Geld. So, vergleichen. Stiletto. Oh, nice. Der wäre. Obwohl, ja, nee. Wenn ich so drüber nachdenke, nee. Nein. Vergesst es. Das ist es mir halt einfach irgendwie. Vor allem wegen der Präzisionseinstufung. Da habe ich 4 Punkte Einbuße. Und dann kann ich einen Schuss weniger abfeuern bis zum Hitzelimit. Das ist dann so. Ja, nee. Auch wenn ich jetzt knapp etwa, ja, 16 16 Schadenspunkte nur. Der Vogt?
Ah, nee, nee, mein Fehler. Okay, sorry. Könnte ich Filiera kaufen? Ja, nee, will ich auch nicht. Die Terminator. Garrus, du verwendest den Quark, aber deine jetzige Waffe ist besser. Okay, Schrotflinte. Oh, 133.000 zwar, aber macht deutlich, würde mich verstärken. Entsprechend kaufe ich das. Okay, alles klar. Verkaufen kann ich. Ah, hier, das kann ich verkaufen. Bioverstärker Solaris kann ich verkaufen. Das ist halt alles nichts wert, aber naja. Die Masse macht's dann. Die Masse macht's dann. Okay. Scheiße, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon machen. Ich glaube, die 20 Minuten haben wir noch nicht. Ich mache einfach noch 10 Minuten. Tut mir leid, wenn es dann zu lange dauert. Sorry, wirklich. Tut mir leid, aber ich war zu dusselig gerade. Gute Arbeit mit den Geet. Ich bin froh, dass sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Ja, oh Gott, dieses Licht. Kannst du dich irgendwie anders hinstellen, dass es mich nicht so blendet? Ich finde es toll, dass über diesem Spiel so unzählige unterschiedliche Synchronsprecher verwendet haben. Also jede Stimme klingt ist so unterschiedlich. Das gibt jedem NPC einen eigenen Charakter. Energiezellen der Normandy vielleicht was. Würde es helfen, wenn ich Ihnen ein paar Energiezellen von der Normandy bringe? Wir können sicher ein paar erübrigen. Ihr hochmodernes Schiff hat nicht die gleichen Bauteile wie unser alter Generator. Die Zellen sind nicht kompatibel. Verdammt. Okay. Ja, ich schau mal, was ich tun kann. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Ich weiß das zu schätzen. Matcha Doyle. Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um das Wasserproblem kümmern. Was ist denn? Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Geet übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. So lange wird die Kolonie kein Wasser haben. Könnte ich nicht Wasser einfach einfliegen? Mein Raumschiff ist sofort abflugbereit. Damit könnte ich Wasser einfliegen. Nun, wenn Sie nicht alle paar Tage losfliegen wollen, würde das nicht unser Problem lösen. Wir müssen uns selbst versorgen können. Kannst du das nicht selber machen? Sie wissen doch, wo das Problem mit dem Wasser liegt. Die Kolonie kann sich nicht erlauben, noch mehr von uns zu verlieren. Wir sind einfach zu verwundbar. Kannst du dir an was anderes denken? Trotz der ständigen Angriffe scheinen sie nur an das Wasser denken zu können. Ich kann an nichts anderes denken. Es ist so viel geschehen. So viele Schmerzen. Wenn ich mich um eine Aufgabe kümmere, fühle ich keine Schmerzen. Eine logische Reaktion. Aber ihre Schmerzen scheinen fast physischer Natur zu sein. Erzähl mir was über die Kolonie. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir sind eine kleine Gruppe. Ein Teil der größeren Kolonie. Zumindest bis die Geet angriffen. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er trägt die Verantwortung. Er kennt die Kolonie am besten. Alle wollen, dass ich mit Faidan spreche. Warum? Dann sag mir was über Feros. Was können Sie mir über diesen Planeten sagen? Sie sollten nicht mich fragen. Fragen Sie Faidan oder jemanden anderes. Ah, halt die Klappe. Wer bist du denn überhaupt? Erzählen Sie mir von sich. Lieber nicht. Nicht jetzt und nicht hier. Helfen Sie uns oder lassen Sie es. Ansonsten muss ich mich wieder um meine Aufgabe kümmern. Ich muss gehen. Viel Glück. Greta Reynolds. Ich kann nicht besonders gut schießen, aber ich gebe mein Bestes. Ich kann zwar nicht schießen. Warte. Schweigen Sie, solange Sie nichts Wichtiges zu sagen haben. Ich versuche hier zu improvisieren, um die fehlenden Energiezellen zu ersetzen. Wenn ich etwas finde, wäre. Danke, Commander. Ich weiß das zu schätzen. Ja, merke ich gerade. Bist ja richtig freundlich. Okay, dann springen wir mal mit Hana Murakami. Speichern wir mal schnell. Sie haben wohl das Kommando auf dem Schiff, das gerade gelandet ist. Richtig. Wer bist du? Nein, Kolonie. Sag mal was zur Kolonie. Was wissen Sie über diese Kolonie? Wir sind erst vor kurzem hier angekommen. Sie wirkte zunächst wie eine normale Kolonie. Aber etwas ist anders. Was denn? Was genau meinen Sie damit? Oh, das ist schwer zu erklären. Es ist, als ob... Nein, ich kann es nicht erklären.
Sie sollten mit Faidan sprechen. Er kennt die Kolonie besser als ich. Wer bist du? Was genau machen Sie denn hier? Ich passe nur auf das Schiff auf. Ich will nicht, dass die Lage sich noch verschlimmert. In diesem Schiff kann man sich jedenfalls verstecken, wenn diese Geht über die Mauern kommen. Und Sie haben das Kommando auf diesem Transportschiff? Eigentlich nicht. Der Captain starb bei den Angriffen der Geht. Ich bin das letzte überlebende Crewmitglied. Dabei hätten wir nicht mal hier sein sollen. Aber der salarianische Kaufmann hatte uns ein Vermögen versprochen. Wenn nur... Aber es hätte wohl schlimmer kommen können. Kannst du es fliegen? Was ist das Problem mit dem Schiff? Ist es nicht mehr flugfähig? Zu viele Schäden. Ohne diese Geht-Angriffe könnte ich es vielleicht reparieren. Aber wenn die Geht nicht wären, würde ich wohl auch noch etwas hierbleiben. Persönliche Frage. Was genau machen Sie denn hier? Ich passe nur auf das Schiff auf. Ich will nicht, dass die Lage sich noch verschlimmert. In diesem Schiff kann man sich jedenfalls verstecken, wenn diese Geht über die Mauern kommen. Was machst du hier wirklich? Sie scheinen ein paar Tests zu machen. Nein, das sind nur Diagnoseprogramme. Nichts Besonderes. Ich kümmere mich jetzt wieder darum. Faidan will einen Bericht über... Ich muss jetzt gehen. Wo ist das Problem? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Was für eine Diagnose erstellen Sie da? Nein, ist nicht nötig, danke. Entschuldigen Sie, aber ich muss hier weitermachen. Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Nee, das ist mir sehr suspekt hier alles. Alles sehr suspekt. Alles sehr suspekt. Okay, gehen wir nochmal zuletzt mit ihr. Und dann können wir, glaube ich, im nächsten Part dann endlich durchstarten. Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Was weißt du über die Kolonie? Erzählen Sie mir von Zeus Hope. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Ah ja, persönliche Frage. Erzählen Sie mir bitte von sich, Arcelia. Ich arbeite für einen Sicherheitsdienst. Ich sollte die Kids davon abhalten, das Exogeny-Gebäude mit Graffiti vollzuschmieren. Aber dann ging der Terror los. Ich bin nicht dafür ausgebildet. So etwas hier wollte ich nie. Ich will nur, dass es aufhört. Dann sag mir was zu den Geht. Was können Sie mir über die Geht sagen? Haben Sie eine Idee, wonach Sie suchen? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen. Vielleicht sollten Sie sich mal bei Exogeny erkundigen. Okay, und was ist mit Exogeny? Was können Sie mir über Exogeny erzählen? Nicht sehr viel. Ich habe dort als Sicherheitsofficer gearbeitet. Sie waren auf der Suche nach Artefakten und anderen Dingen von Wert. Das ist Ihr Geschäft. Sie haben die Kolonie gegründet. Dafür sollten wir Ihnen helfen, irgendwelche Schätze auszugraben. Es ist nicht so aufregend, wie Sie es darstellen. Und was ist dein Grund jetzt für die Wut, die du mir entgegenbringst? Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Geht. Was willst du? Auf Wiedersehen, Commander. Was willst du von mir, ey? Ich versuche euch zu helfen und du so... Ich bin böse, lass mich in Ruhe. Mann, ey. Naja, gut, okay. Alles klar. Hier nicht, aber wir gehen weiter. Und suchen die Sachen im Tunnel. So. Also hier weiter runter gehen wir im nächsten Part. Wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.